Mein Mandant hat eine Immobilie im Ausland. Wie muss ich die eigentlich besteuern? Darum soll es im heutigen Video gehen. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Rechtsprechungsvideo. Überschrift: Veräußerung einer ausländischen Immobilie, beziehungsweise ich will ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Ich sage jetzt mal, wir gucken uns grundsätzlich mal die Besteuerung einer Immobilie an. Wenn Ihr Mandant im Inland sitzt, also unbeschränkt steuerpflichtig, aber er im Ausland, Frankreich oder sowas, eine Immobilie hat und die auch vermietet. Also wenn es Ferienhäuser sind, die er selber nutzt, ist das ja steuerlich irrelevant. Aber mir geht es jetzt hier wirklich um vermietete Immobilien. Hier gab es eine BFH-Entscheidung, zumindest zu einem Teil dieser Besteuerung. Und diese BFH-Entscheidung sagt auch völlig konsequent, wir müssen zunächst mal schauen, was ist das denn für ein Ausland? Also normalerweise unbeschränkt Steuerpflichtiger, ja, das kennen Sie, Welteinkommensprinzip, der muss alles besteuern, auch wenn er jetzt in Frankreich eine Immobilie besteuert hat und vermietet, die muss er ja trotzdem im Inland grundsätzlich mal besteuern. Aber natürlich gibt es DBAs, die Doppelbesteuerungen verhindern. Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder dass die Immobilie jetzt steuerfrei gestellt wird oder dass wir die Doppelbesteuerung eben durch Anrechnung vermeiden. Und das ist ganz unterschiedlich von den Rechtsfolgen. Versucht das mal mit ein paar Staaten zu erklären. Ich sage jetzt mal, Sie haben eine Immobilie in Frankreich. Da guckt man also rein ins DBA, da wird man feststellen, das ist in jedem DBA quasi so, der Staat, in dem die Immobilie liegt, der darf besteuern, also Frankreich. Das heißt, wir Deutschen müssen irgendwie uns darum kümmern, dass wir die Doppelbesteuerung verhindern. Steht im DBA mit Frankreich drin, Freistellungsmethode. Also, wir tun die ganz normalen Vermietungseinkünfte von der Steuer freistellen. Könnte man sich überlegen, unterliegen die dem Progressionsvorbehalt, ja oder nein? Einfache Lösung des BFH oder auch des Gesetzes. Vermietungseinkünfte innerhalb der EU lösen keinen Progressionsvorbehalt aus. Also das bedeutet, die Vermietung der Immobilie in Frankreich ist hier in Deutschland steuerbefreit, hat keinen Einfluss auf den Steuersatz, ist also gänzlich steuerlich irrelevant. Vermietung. Machen wir das Ganze mit Spanien. Warum Spanien? Spanien ist eines der wenigen Länder, wo wir ein DBA haben, was aber im Immobilienbereich Anrechnungen vorsieht. Da läuft die Systematik anders. Warum? Da wird die Immobilieneinkünfte in der spanischen Immobilie, die werden in Deutschland besteuert, Welteinkommensprinzip, aber die spanische Steuer auf diese Vermietung wird in Deutschland angerechnet. Aber wir müssen die ganz normal im Inland besteuern. Das heißt, normale Einnahmen minus deutsche AFA-Grundsätze, ja, sind also 21er Gewinne oder Verluste. Das ist die Grundsystematik hier. Gibt es noch so ein paar Länder, also ganz typische Fälle, sind Spanien, sind die Schweizer auch oder auch Brasilien oder halt diverse Staaten, mit denen wir gar kein DBA haben. Die laufen also unter dem Punkt. Das ist bekannt, da hat sich also auch nichts geändert. Und wo sich jetzt eine Änderung ergeben hat, das ist die Frage, was passiert denn, wenn ich die Immobilie veräußere? Also ich mache jetzt einen 23er Vorgang und hier differenziert der BFH ein bisschen und sagt, also hier gibt es tatsächlich Unterschiede auch zwischen der Freistellung und der Anrechnungsmethodik. Machen wir das Grundsätzliche durch. Freistellung. Also unsere Immobilie in Frankreich wird veräußert, steht im DBA auch drin, 23er Gewinn muss in Frankreich besteuert werden. Wir Deutsche stellen den steuerfrei, aber hier jetzt mit Progressionsvorbehalt. Obwohl das ein EU-Fall ist, gibt es hier also einen Progressionsvorbehalt und das kann ja wehtun. Also so eine französische Immobilie veräußert, 9 Jahre alt, da können sich entsprechende stille Reserven aufgebaut haben. Jetzt haben Sie da mal kurz 100.000 Euro Gewinn. Ob Sie 100.000 der Steuer unterwerfen oder nicht, das tut schon mal weh von der Progression, je nachdem, wo man sich halt vom Satz bewegt. Ja, aber das muss dem Progressionsvorbehalt unterworfen werden. Bei der Anrechnungsmethode, also meine spanische Immobilie, läuft es ein bisschen anders. Da muss also der Veräußerungsgewinn ganz normal in Deutschland besteuert werden und die spanische Steuer aus der Veräußerung wird einfach angerechnet. Das ist also keine Besonderheit hier. Ja, was kam jetzt hier neu rein? Neu kam rein eine kleine Aussage, Sie sehen es hier unten, aber bei Freistellungsfällen, also bei französischer Immobilie, 23er Gewinn in Deutschland besteuern, aber steuerfrei, wirkt sich auf den Progressionsvorbehalt aus, also auf den Steuersatz wirkt sich es aus, aber keine Erhöhung durch die AFA. Was meint der BFH damit? Nun, er sagt sich, schauen wir uns doch mal an,
wie so ein 23er Gewinn berechnet wird, standardmäßig. Steht ja im 23 Absatz 3 ESTG drin. Kennen Sie auch, ja, grundsätzlich Veräußerungspreis minus Anschaffungskosten. Und was kommt noch dazu? Sie müssen die AFA hinzurechnen. Ich denke, das kennt man auch. Also standardmäßige Berechnung ist Veräußerungspreis minus AK plus AFA ist gleich Veräußerungsgewinn. Wenn Sie aber ins Gesetz reingucken, steht dann da drin plus AFA. Da steht drin plus Abschreibung, soweit sie bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen wurde. Das ist also der Paragraph 23 Absatz 3 Satz 4. Und jetzt machen wir unsere französische Immobilie. Jetzt sagt uns der BFH, also wenn wir die französische Immobilie innerhalb von 10 Jahren veräußern, dann müssen wir das im 23 ESTG unterwerfen, also müssen wir den Gewinn berechnen. Und den Gewinn berechnen wir, Veräußerungspreis, sagen wir mal 500.000, minus Anschaffungskosten, 400.000, plus AFA, wenn wir sie bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen haben. Ja, was waren die Einkünfte aus der Immobilie? Ja, das waren die 21er Einkünfte bei der Vermietung. Wie haben wir die besteuert in Deutschland? Gar nicht. Ja, die sind also hier steuerbefreit worden. Sie unterlagen nicht mal dem Progressionsvorbehalt, wobei das egal wäre. Der BFH sagt, alles was befreit ist, wurde hier nicht besteuert. Und deswegen heißt das, der 23er Gewinn wird schlicht und ergreifend so berechnet, Veräußerungspreis minus AK gleich 23er Gewinn. Und das unterliegt Ihrem Progressionsvorbehalt. Das ist wichtig. Warum? Die Finanzverwaltung ist bisher immer davon ausgegangen, wir müssen hier AFA dazu rechnen. Und ich brauche Ihnen, glaube ich, nicht sagen, dass die AFA über, was weiß ich, 10 Jahre ein erheblicher Betrag sein kann. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen letztlich auf Ihre Steuerhöhe. Und deswegen ist es hier wichtig zu wissen, wenn man eine Auslandsimmobilie veräußert mit Freistellung im DBA, ist die AFA für den 23er Gewinn egal. Das hilft uns eben im Rahmen des Progressionsvorbehalts. So viel zu diesem Urteil, zu diesem BFH-Urteil aus dem vergangenen Jahr. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Ganze war lehrreich. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, gerne kommentieren, gerne auch das Video teilen. Bis zum nächsten Mal.